und lese einen Text, den ich einmal so gelesen habe, da ist er überhaupt nicht angekommen. Das heißt, jetzt probiere ich es halt noch einmal. Ich habe beim Öslein vor 2 Jahren einen Text gelesen über Filmschauspieler und das, wie soll ich sagen, das Making-of von diesem Text ist dieser da, der sich mit Filmtiteln beschäftigt. Das ist so ein Working Progress, Dead Man Working sozusagen. Ich habe gesagt, gehen wir ins Kino. Otto, der Film. Otto, der neue Film. Da hat er gemeint, gehen wir lieber ins Wirtshaus im Spessart. Dort gibt es das große Fressen. Wir machen Musik und die Wirtin an der Lahn bläst Trompete. Dann habe ich ihn überredet. Dann haben wir gesehen, wie die Sissi, eine Pretty Woman, in den Jurassic Park gegangen ist und das Dschungelbuch gelesen hat. Grün ist die Heide, hat sie gesungen, und ein Heideröslein gefunden. Der Name der Rose? Barbarella. Guck mal, wer da spricht, hat sie gesagt. Jesus Christ Superstar, der alte Sünder. Aber bei der Passion Christi waren ein paar Men in Black dabei. Men in Black 1, Men in Black 2, Men in Black 3, Men in Black 4. Also 4 Fäuste für ein Halleluja. Und wie die Sisi hinter dem weißen Flieder geht, war schon der Pate hinterm Achternbusch. Dann haben sie ein bisschen Dirty Dancing gemacht und er hat gesagt, zur Sache, Schätzchen. Er hat sich mit seinen Goldfinger probiert, aber findet Nemo. Sie hat gesagt, ganz oder gar nicht. Hat halt einen Basic Instinct. Und wie es dann 451 Grad Fahrenheit gehabt haben, naja, manche liegen es heiß, steht auf einmal da Prinz Eisenherz. Mit gezogenem Schwert. Und dazu noch der dritte Mann, der Harry Potter, der ist reich und schön, Deppert. Sie hat gewusst, das ist Terminator, Licht am Rande des Wahnsinns bringt. Weil er nie genug kriegt, der Sterne. Plötzlich kommt der Förster vom Silberwald, Forrest Gump, der Jäger des verlorenen Schatzes, das war der Schatz im Silbersee, na, die haben einen Schräg gekriegt. Sie sagt, der Spion, der mich liebte, war der, der aus der Kälte kam, als Edge. Der Terminator ist schnell angerissen, I'll be back, hat er noch gesagt. Goodbye, Lenin, hat sie ihm nachgerufen und auf einmal taucht die Trapp-Familie auf. Nicht die ganze, der Kevin war allein zu Hause. Und schreit, verdammt, in alle Ewigkeit, da braucht man einen Doktor, Chivago. Dann haben sie das eine ins Auto von den Simpsons und sind gefahren. 4 in einem Jeep. Und wie es zum Fluss ohne Wiederkehr gekommen ist, die Brücke am Quai zusammengebrochen. Der Idee, der Außerirdische, ist ins Wasser gefallen und hat den Fisch namens Wanda verschluckt. Dann haben sie das Boot genommen, aber die Titanic hat ein großes schwarzes Loch gehabt. Das ist der Fluch der Karibik. Dann sind weiße Haie gekommen. 1, 2, 3, 4. Und wie der Gendarm von Saint-Tropez gekommen ist, hat er geschaut und gesagt, das Schwarzwaldmädel steht gar nicht auf Schindlers Liste. Winne, tu mir den Gefallen und blas mir den Schurk des Manitou auf. Der hat so blasen, dass alle vom Winde verweht waren. Da war auf einmal die große Stille, nichts mehr hat man gehört, nur das Schweigen der Lämmer. Das waren 79 Bündel. Grüß euch. Wie üblich habe ich einen Text, der dreimal zu lang ist.
Mittlerweile weiß ich schon, dass das nichts hilft, wenn ich euch verspricht, dass wenn es mir wird, den Rest noch hergewinnt. Aber ich stelle mich trotzdem. Jetzt schalt der Stein. Der Schulche, na was ist mit Schulche? Gar nichts. Ich muss mittendrin anfangen, damit überhaupt irgendwas geht. Wie heißt er denn, dein Dichter? Georg Bichler heißt er. Ich nenne ihn nur Schulche. Nie gehört. Müsste man den kennen? Kann er leben davon von schreiben? Natürlich, sagt die Susi, der verdient gut. Dann hat er schon viel veröffentlicht, oder? Jede Menge, sagt die Susi. Es vergeht kein Tag, wo nicht was von ihm veröffentlicht wird. Sie ist ziemlich stolz. Ich hab trotzdem noch nie gehört von ihm. Entschuldige, sag mir einen Titel von einem seinigen Buch. Ja, Bücher gibt's noch keins von ihm. Er schreibt aber auch noch einen, wenn er gerade einmal Zeit hat. Ach so, Bücher gibt's eh keins, sagt die Arbeitskollegin. Ja, mit was verdient er denn dann? Ja, hier und da macht er Werbetexte für eine Werbeagentur, aber das meiste ist Leserbriefe schreiben. Er schreibt Leserbriefe? Ja, aber für Leserbriefe, da kriegt man doch nichts. Normal nicht, sagt die Susi, aber der Schulche schreibt für die Kronenzeitung. Und die Kronenzeitung zahlt was für Leserbriefe? Ja, sagt die Susi, und das nicht einmal schlecht. Mindestens 50 Euro pro Brief. Was? 50 Euro? 50 Euro für einen Brief? Wieso sagst du denn das nicht früher? Da höre ich ja sofort zu arbeiten auf und schreibe ab morgen Leserbrief für die Kronenzeitung. Und das so einfach war, sagt die Susi. Die nehmen leider nicht jeden Brief. Was meinst du, was mir der Schulche oft vorjammert? Ihm fällt nichts ein und er tut sich so schwer mit der Formulierung und so weiter. Was sagt die Arbeitskollegin dazu? Immer nichts sagt, so kunstvoll haben die nicht geschrieben, die Leserbriefe von der Kronenzeitung. Die lese ich nämlich zufällig fast jeden Tag. Von deinem Schulche fällt mir gerade auf, ist mir übrigens noch keiner hintergekommen. Ja, freilich nicht, sagt die Susi. Er unterschreibt ja mit Böttinger. Ach so, der Sepp Böttinger, das ist dein Schulche. Richtig, sagt die Susi. Ja, den kenne ich freilich, sagt die Kollegin. Der ist ziemlich oft drin, stimmt. Aber sei mir nicht besser, wenn ich das jetzt sage. Ich verstehe ja nicht so viel davon. Aber mein Gefühl noch, schreibt der eh ganz einfach, der Sepp Böttinger. Fast ein bisschen Botscher, denke ich mir. Ja, wenn halt man es nicht verliebt. Was kann da so schwierig sein, da man sowas schreibt? Tja, sagt die Susi. Das habe ich auch geglaubt am Anfang, bis mir es der Schulche erklärt hat. Was kann da so schwer sein, habe ich gesagt. Schau, hat der Schulche gesagt. Schau, Susi. Genau dies ist ja das Schwere, hat er gesagt. Ich muss mich künstlich deppert stellen und naiv und muss so tun, als wäre ich ein sogenannter einfacher Mensch aus dem Volk. Und in dem künstlich volkstümlichen Stil muss ich dann genau das schreiben, was der Kronenchef, der Hans Dichern, gerade vom sogenannten Volk hermechert, als Unterstützung für seine jeweilige Kampagne. Damit der Eindruck entsteht, das ganze Volk ist der Meinung und steht hinter ihm. Und je besser ich der Rat, was er genau hermecht, desto höher ist das Honorar. Und wenn ich es einmal nicht der Rat, dann werde ich einfach nicht gedruckt und kriege gar nichts. Und darum blockt er sich oft so, der Schulche, weil er sich nicht sicher ist, sagt er dann ganz verzweifelt, was der Onkel Hans gerade am liebsten hören möchte. Oder er weiß eh genau, der Schulche, aber es geht ihm auch so gegen den Strich, dass er es einfach nicht schreiben kann. Ja, soll er halt schauen, was die anderen Leserbriefe schreiben, sagt die Arbeitskollegin, und ein bisschen verändern und geht schon. Tja, und das dann, sagt die Susi, aber die anderen Leserbriefe, die sind leider auch alle von Schulche. Was? Der Baumgartner Alois aus St. Pölten, die Zimmerer Hermine aus Wien, Herr Lois, der Ingenieur Anton K. aus Götzendorf und wie soll ich heißen, das ist, richtig, sagt die Susi stolz, das ist alles mein Schulche. Aber der Slobodan Kratke ist er aber nicht, sagt die Arbeitskollegin, der hat allweil die gegenteilige Meinung wie die anderen Leserbriefe.
Doch, sagt die Susi, natürlich, der Slobodan Gradki aus Favoriten ist er selbstverständlich auch. Der Susi muss nämlich auch ein bisschen Meinungsvielfalt einbringen, damit die Leute das Gefühl haben, dass sie sich ein unabhängiges Urteil bringen können. So, da. Er hat ihn schon Günther erwähnt, obwohl habe ich etwas für Krone auch gehabt, um extra zu sagen, aber mache ich mir für extra gewidmet für Hans-Christian Stacher und Peter Handke dazu. Aber ich habe keine Zeit mit Peter Handke. Ich träge mich nur 4 Minuten, 30 Sekunden, dass ich das lese durch. Stracher reist nach Serbien und dort trifft große Bär vom Beruf Totengräber. Dieser ist wie HC erfolgreiche Politiker. Gemeinsam mit Diener arrangieren Nikolic und Zar Techniker. HC bringt paar Geschenke angepackt in Parolen. Für Nikolic Chef wurscht sich bessere zu erholen. Welcher ist in Niederland? Dort verteidigt seine Stadt in Den Haag, wo existiert Kriegstribunal. Es ist gegründet, neben vielen anderen Gründen, damit Opfer in manchen Ländern bekommen mit juristischen Mitteln Trost und Gerechtigkeit. Dass nicht wie Kongolesen und Armenier zum Beispiel warten auf Ewigkeit. Und das sitzen hinter Gitter im Gefängnis Leute, welche haben in Kroatien, Bosnien und in Kosovo verbrannt, massakriert, in Lager deportiert. Andere Bevölkerungsgruppen vertrieben, wahllos auf Zivilisten geschossen, mit Granaten großes Kaliber. Und für das Tribunal ist auch wichtig, dass hinter Gitter hohe Leute, welche haben vorher genannte Operation befohlen. Und darum Vojislav Šešelj, sie ist drin, Chef von serbischer radikalen Partei, weil er hat in Serbien über 30% bei jeder Wahl. Und Prinzip von Šešelj lautet, Serbien ist liberal, wo sind serbische Ahnen krochen. In seinem Fall Serbien, Vojvodina, Montenegro, Kosovo, ganze Territorien von Bosnien und Herzegowina und 2/3 von Kroatien. Für ihn existieren Knochen, aber Menschen nicht, welche dort leben und gelebt haben. Sie haben keine Recht, sich zu äußern. Sonst werden mit gerosteten Löffeln Augen rausgenommen. Seine Zitat aus Spiegel 1991. Und wer hat andere Fahne als Chetnik-Fahne? Ihre Hände werden abgehackt. Und schwarze Chetnik-Fahne zeigt tote Schädel mit Spruch Tod oder Wahrheit Freiheit. Montenegriner sind reiste Serben, bosnisch-herzegowinische Muslime sind orthodoxe Serben, welche sind auf Islam übergetreten und Großteil von Kroaten sind sowieso auch ex-orthodoxe Christen, welche hat römisch-katholische Kirche versklavt und umgetauft. Kosovare sind Krebsgeschwür, sie sollten beseitigt und nach Albanien vertrieben werden und bosnische Muslime nach Anatolien, falls sie wollen sie nicht zum wahren Glauben ihre Großväter bekehren, wie Emir Kusturica. Sie haben etwas gemeinsame auf Fronte Chetniks und HC. Moslems aus Österreich und aus Serbien und serbische Länder schicken nach Anatolien und umzäunen zusammen mit Kurden. Sind eh gleiche in ihren Augen. Das sind Träumer, Psychopathen und sie Politik führen. Rechte Allianz versucht machen HC mit der Absicht, dass sie über Belgrader Szene bekommt von österreichische und besondere Wiener Serbe Poene. Das kann springen von Belgrad bis zu Russen, weil er weiß, dass dort gibt es Nachwuchs, welche Tschetschenen und andere Muslime aus asiatischen Nachbarländern nennen Schwarzasche. Nur Strache hat etwas vergessen, zufällig mit Absicht. Nämlich, dass wir Vojislav Šešelj sind große Feinde Kroaten und er hätte sie auch nach mindestens Burgenland vertrieben. Das können laut seine Worte weiter Stahl pushen sein für Wiener. Und eine Aussage von Šešelj vor Gericht in Haag ist, buchstabierlich, dass für ihn römisch-katholische Kirche ist größte Verbrecherorganisation in Geschichte. Ich bin neugierig, wie hätte HC reagiert, wenn hätte jemand das gesagt in Wien vor Gericht oder geschrieben als freier Leserbrief in Krone Zeitung. Wie hätte verteidigt unsere Worte und wäre losgegangen auf derjenige, welche beleidigen auf diese Art unsere Christentum. Ich bin sicher, das wäre echte gewesen. In Krone, heute, Österreich, News, überall. Unsere heldenhafte Techniker hat das alles nicht gewusst. Oder wollte es nicht das wissen. Oder Frage stellen zu seinem serbischen Gastgeber. Mutige Kämpfer, Strachemann, HC-Mann, neue Comicfigur wie Superman, Spider-Man, Batman, Richard Löwenherz, Claudio Pizarro, Cortés, Conquista,
HC wollte nicht wissen, dass Nikolic und Šešelj hätten katholische Kroaten wieder betrieben. Aber dieses Mal ordentlich. Natürlich, wir hätten sehr große Waffenübermacht gehabt als Vorteil. Und Leute, 5 gegen 1. Das weiß nicht mutige Kämpfer gegen islamischen Fundamentalismus als Vorwand. Aber das wissen Bosnien, Kroaten und Kosovaren in Wien und Burgenland, Herr Abgeordnete. Träume weiter deine faschistischen Absichten und ich habe überall Ohren, was du redest. In Bad Saubrunn, Kepaplatz oder Belgrad. Du bist lächerlich, durchsichtig, Strachemann und eine sehr schlechte Schauspieler. Bei dir ist symptomatisch, wenn dich jemand konfrontiert mit Frage am Tisch oder argumentiert, viel tiefer kontra deine These. Fängst an, Kopfschütteln und unnatürlich lächeln und gleichzeitig reden wie Papagei, immer gleiche 20 Worte. So viel Vokabular verwendest als ausgebildete Patriot. Aber dir ist das unwichtig. Du bist Narzis wie Nero, wie älteres Publikum, perfekter Schwiegersohn, draußen in Favoriten, für Frustrierte, bist laut, energisch, richtig führerisch. Deine tiefblaue Aria-Augen sind perfekt mit Make-up, von Fernseher, verführerisch. Wie viel zahlst du für deine Medienberater, Kosmetika für Augenrinde, Lehrer für Benehmen in Fernseher und so weiter? Sicher alles das viel mehr monatlich als eine alleinziehende Mutter oder ein österreichischer Pensionist für gesamte monatliche Lebensbedürfnisse. Ich weiß auch, dass wir immer haben zwischen 8 und 12%. Nun frage ich mich, ob du träumst auch von einem großen Terroranschlag, damit könntest bekommen zwischen 30 und 40%. So viel haben serbische Nationalisten, aber aus vielen anderen Gründen. Und sie träumen gemeinsam mit einem Teil der serbischen orthodoxischen Kirche von neuen regionalen Konflikten. Das können sich gerade neue mischen. Aber ich weiß, dass es gibt in Serbien und überall mutige, humane, intelligente Politiker wie Čedomir Jovanović und Biljana Srbljanović, wer hat Klaum Hanke genannt in Presse westliche Hure. Ich weiß auch, das gibt es genau in Österreich solche Menschen, welche lassen sich nicht manipulieren von Tageszeitungen und populistischen Rechten. Tod, Faschismus, Freiheit für Völker. Das haben 1941 auf Ende gemacht. Serben in Belgrad, Slowenien in Laibach und meine Verwandte in Sarajevo und Mostar. Familie Dizdar Numic und Petlivanović. Danke.